willkommen zur dritten Episode von Back to the Future. Ja, ihr seht es noch, hier ist noch immer alles gleich. Ja, ich habe es noch nicht angespielt und ich weiß jetzt auch nicht, was uns hier bei bei der dritten Episode erwarten wird. Aber wir werden es ja, glaube ich, herausfinden. Und in der zweiten Episode haben wir gesehen, wir sind irgendwo gegengekracht. Also, bitte, ich bin noch unerfahren, weil ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwarten wird. Ich habe zwar gespielt, aber das ist schon lange her. Und in Episode 3 könnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Deswegen klicken wir das mal an. Ah, und der alte gute Ladescreen. Donnerstag, 15. Mai 1986. Back to the Future, das Spiel. Episode 3, Bürger Brown. Doc. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Okay, fliehe aus der kaputten Zeitmaschine. So. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Hallo? Sie kann mich nicht hören. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Ah, geht doch. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist der in der Werbetafel gelandet? Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung. Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Okay. Jennifer, du siehst anders aus. Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Deine Kleidung ist anders. Was hast du an, Jennifer? Du siehst... genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helterskelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Okay. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten?
Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Die Tür klemmt. Kannst du sie öffnen? Ich komme nicht dran. Und schon gar nicht klettere ich unter dem Auto herum. Es fällt mir sonst noch auf den Kopf. Kannst du jemanden anrufen? Einen Abschleppwagen? Wach auf! Ich habe schon genug Probleme. Ich werde niemandem erzählen, dass dein DeLorean eine Werbetafel zerstört hat. Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah, ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen? Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier-wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Jennifer, bitte! Es ist ernst! Das Montierding ist dir echt was wert, ha? Huh? Im Moment schon, ja. Dann mach mir besser ein gutes Angebot. Oh, was eine Zicke, Leute, ne? Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. Ah, okay, Abschlussfoto von Martin und Jennifer. Ja, noch Kitz Flachmann. Zeitung von 1931, 86 und immer noch das Foto von George. Ich wette, die möchte das Flachmann. Oder den Flachmann. Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ach, hier. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kit Tannen? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Okay. Oh, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Nun, eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden? Ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. What the fuck? Okay. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal den Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst auch auf jeden Fall eine Bewertung da. Und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, tschüss.